Kleinwagen-SUVs sind in aller Munde und sind extrem beliebt bei den Käufern. Aus dem Grunde sind auch schon hier einige Fahrzeuge bei mir auf dem Kanal gewesen. Und auch der Volkswagen-Konzern war gut vertreten mit 2 von 3 Derivaten. Und zwar mit dem VW T-Cross und dem Skoda Kamiq, den ich euch schon vorgestellt habe. Jetzt kommt Nummer 3 dazu, der Seat Arona. Der steht hier in einem wirklich schönen Pure Rot Unilack. Ich mag ja farbige Fahrzeuge, das sage ich auch stets dazu. Die sportliche FR-Ausstattungslinie wurde hier draufgezogen. Also. Unter der Haube hier steckt ein kleiner ökologischer Zwerg, der 3-Zylinder TGI-Motor. Und wie sich das fährt, sportliche Optik, ökologischer Antrieb in einem Kleinwagen-SUV, das wollen wir heute einfach mal rausfinden. Und ob man sich sowas auch zulegen soll, das ist natürlich auch eine entscheidende Frage. Deswegen herzlich willkommen bei UBI Testet. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr das Video liked und mir ganz wichtig, lasst uns ein bisschen miteinander kommunizieren. Dafür ist unten die Kommentarbox. Und jetzt schwafel ich erstmal hier nicht mehr. Wir schauen uns den Arona jetzt an und dann geht's los mit dem Video. Schauen wir uns den Seat Arona jetzt erst einmal von außen an. Wie wir sehen, rot ist er lackiert. Pure Rot ist die Farbe, die ihr auch kostenfrei beim Seat Arona bekommt. Ich finde, die steht ihm richtig, richtig gut. Genauso wie die FR-Line, das ist die sportlichste Ausstattungslinie. Erkennbar Unterfahrschutz in Silber, wabenförmige Einsätze hier an der Front. Zusätzlich noch das FR-Badge für die sportliche Ausstattungslinie. Voll-LED-Scheinwerfer gibt es gegen Aufpreis, die würde ich euch auch ans Herz legen. Die Ausleuchtung ist wirklich hervorragend in der Nacht. Zudem gibt es ein schönes Tagfahrlicht, was auch so charakteristisch für die Seat-Modelle ist. Schauen wir uns die Seitenlinie an. 4,14 Meter ist der Seat Arona lang und damit im Vergleich zu den Konzernbrüdern T-Cross und Kamiq der kürzeste im Bunde, hat auch den kleinsten Radstand. Mit 2,55 Meter gegenüber seinem Bruder, dem Seat Ibiza, ist der Arona übrigens 11 cm höher und genau das, was man ja als SUV-Käufer auch sucht. Man möchte ein höheres Fahrzeug, man sitzt dann auch ein bisschen erhöht. 17 Zoll Leichtmetallräder kommen hier mit der FR-Line serienmäßig ab Werk. Ich finde, die sind auch ganz hübsch. Zusätzlich auch ein schönes kleines Designelement. Hier dieses X, was eingearbeitet ist bei den Arona-Modellen, finde ich auch hübsch. Am Heck haben wir dann wieder
typische SUV-Stilelemente wie den klassischen Unterfahrschutz mit Silber abgehoben und zwei künstliche Auspuffendblenden. Schön der Arona-Schriftzug hier auf dem Heckdeckel. Und wir schauen jetzt, was sich hinter dem Heckdeckel verbirgt, nämlich den Kofferraum. Die Heckklappe des Seat Arona öffnet manuell, schwingt auch ausreichend weit nach oben, sodass ich mit 1,78 gut unter der Heckklappe stehen kann. Unsere Tasche stellen wir hier einmal rein. Und wie wir sehen, die würde locker hier dreimal nebeneinander reinpassen. Und da hätte man noch ein bisschen Platz unter der Hutablage, würde auch noch ein bisschen was reingehen. Vom Stauraumvolumen her haben wir 282 Liter hier in der Basis. Gegenüber 400 Liter, wenn wir eine Benziner-Variante fahren würden. Die Erdgas-Variante hat keinen doppelten Laderaumboden, da hier die Erdgastanks sich darunter befinden und den Platz einnehmen. Umlegen können wir die Rücksitzlehne im Verhältnis 1/3 zu 2/3. Das machen wir jetzt einfach mal und schauen, wie weit das geht. So, die fällt wunderbar um. Und dann sehen wir auch, es ist eine fast ebene Ladefläche, die sich hier ergibt. Und da können wir auch gute, lange Gegenstände hier einladen. Da ergibt sich also keine Probleme. Die Hutablage lässt sich einfach demontieren. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, schauen wir auf die Rückbank, wie wir da so sitzen. Ich habe es mir auf der Rückbank gemütlich gemacht hier im Seat Arona. Und der Sitz ist auf meine Größe von 1,78 eingestellt. Ich passe hier ganz ordentlich rein, auch wenn ich jetzt nicht der Schlankeste bin. Die Sitze haben noch ein bisschen Kniefreiheit zur Lehne. Die Lehne ist auch leicht ausgeformt, was das Ganze wieder begünstigt, dass man die Knie ganz schön in die Mitte stellen kann. Die Füße passen auch wunderbar unter den Vordersitz. Ja, Kopffreiheit, da ist überhaupt gar kein Problem vorhanden. Bisschen unschön, es fehlen hier die Haltegriffe. Also hier gibt es gar keine. Mittelarmlehne habe ich ebenfalls keine. Auch leider keine 12 Volt Anschlüsse oder Luftausströmer für den Fond. Bisschen schade. Kleiderhaken gibt es auch keine. Dafür elektrische Fensterheber. Und genügend Freiheit zum Sitzen für zwei Personen im Fond. Aber ich würde sagen, wichtiger ist, wie es vorne ausschaut. Und da springen wir jetzt einfach gleich vor. Wichtigster Platz, habe ich ja eben gerade schon gesagt, ist definitiv der hinter diesem schönen Dreispeichen-Lederlenkrad. Hier sitzt es sich auf Sportsitzen mit Art Velour. Das ist ein sehr, sehr schöner Stoff, der hier ist. Der ist wunderbar abwaschbar, sehr bequem, auch nicht schweißtreibend. Schön auskonturierte Lehnen haben wir hier und Wangen. Also wunderbar, da sitzt sich's angenehm. Leider keine Lordosenstütze. Das wäre das Einzige, was ich mir vielleicht noch wünschen würde. Selbst die Sitzauflage ist lang genug. Also da würde ich mir jetzt keine ausziehbare Schenkelauflage wünschen. Beinfreiheit ausreichend, Kopffreiheit mehr als ausreichend für mich mit 1,78. Und Lenkrad ist natürlich in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellbar. Also hier findet jeder auch seine passende Sitzposition. Und wenn ich jetzt schon einmal hier drinnen so angenehm sitze, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt den Innenraum in Ruhe an. Der Innenraum vom Seat Arona ist kühl, nüchtern, aber funktional gestaltet. Und wer sich die FR-Line hier ins Fahrzeug rein bestellt, der bekommt tatsächlich eine schöne Aufwertung des Innenraums, denn wie wir sehen, überall finden sich schöne, sauber verarbeitete rote Ziernähte wieder, wie etwa jetzt hier komplett am Dashboard entlang. Ein bisschen Kunstleder, die Ziernähte schön parallel aneinander gezogen, macht einen schönen optischen Eindruck. Zusätzlich auch diese Ziernähte, die sich wiederholen, hier an der Lehnenwange, am Schalthebel, an der Handbremshebel oder aber am Lenkrad, wo wir dann noch zusätzlich eine kleine silberne Spange mit dem FR-Logo bekommen. Auch unterschiedliche Ledervarianten, perforiertes Leder für mehr Sportlichkeit, bisschen griffiger, tatsächlich hier im mittleren Bereich, unten abgeflacht, da ist der Einstiegsbereich deutlich besser dadurch. Der Blick fällt hier auf ein analoges Kombi-Instrument, noch mit einem monochromen Bordcomputer-Menü.
Da hätte ich mir tatsächlich Farbe gewünscht. Wer aber hier mehr Funktionalität haben möchte, der kann zum virtuellen Cockpit greifen, das einen Aufpreis von 400 Euro kostet, mit verschiedenen Designmerkmalen sowie einzelnen erweiterten Funktionsumfängen für die Anzeigemöglichkeit. Was alle vereint, ist tatsächlich der optionale 8 Zoll Bildschirm. Den finde ich, der wertet dieses Ganze hier nochmal in die Modernität auf, das Cockpit, wenn man sich das Ganze anschaut. Wir haben sehr schöne Direktwahl-Touchfelder hier sowie analoge Möglichkeiten der Lautstärkenregulierung oder zum Blättern bzw. Zoomen der Karte. Der Schirm ist wirklich wunderschön aufgelöst, lässt sich auch gut bedienen. Wir haben hier die Touchflächen, wir haben hier die Kacheln, entweder für die einzelnen Menüs oder eben, wie gesagt, über unsere Direktwahlfelder, wo wir dann in die jeweiligen Menüs hineinspringen können. Ein Navigationssystem gibt es ebenfalls. Die Kartendarstellung ist gut, allerdings vielleicht so ein bisschen langsam ab und an mal im Ansprechverhalten. Dann haben wir die Möglichkeit, auch unser Smartphone natürlich perfekt mit dem Fahrzeug hier zu verbinden, via Android Auto oder Apple CarPlay oder Mirrorlink. Ihr müsst natürlich entscheiden, ob ihr das Navigationssystem so wollt oder ob ihr einfach mit Apple CarPlay konfiguriert, navigiert. Darunter haben wir einen Klimabedienteil. Ich bin immer noch ein Freund klassischer Klimabedienteile. Zwei Zonenfunktionalität hier, getrennt regelbar für Beifahrer und Fahrer. Sitzheizung zweistufig wählbar für Fahrer und Beifahrer. Darunter die Möglichkeit, zwei USB-Anschlüsse, USB-A haben wir hier, sowie ein induktives Ladefeld für das Smartphone mit gummierter Einsatz. Da rutscht das Smartphone auch nicht hinweg, sondern bleibt zuverlässig auf dieser Ladeschale. Dann haben wir den Schaltknauf hier, ebenfalls, eben wie schon erwähnt, mit einem Lederschaltsack und roten Ziernähten versehen. Parkassistenten haben wir hier verbaut, die Einparkhilfe als Direktwahltaste sowie Start-Stopp aus und die Zentralverriegelung. Den Warnblinkschalter, und der ist wieder einmal optimal untergebracht, genau hier oben schön zentral, da wo man ihn sucht, da wo man ihn braucht. Die Verarbeitung ist hier im Seat Arona ohne Zweifel erhaben. Die Materialien sind zwar ein bisschen härter vom Kunststoff, lassen sich aber wunderbar abwaschen und sehen auch absolut hochwertig aus. Da gibt es keine Beanstandungen meinerseits. Und jetzt schauen wir unter die Motorhaube, was sich denn da verbirgt. Unter der Motorhaube hier ist ein 1 Liter Dreizylinder Motor verbaut mit 90 PS und 160 Newtonmeter maximalen Drehmoment. 13,2 Sekunden braucht er von 0 auf 100, 178 km/h Höchstgeschwindigkeit. Das sind natürlich jetzt Werte, die erst einmal nicht sonderlich sportlich, dynamisch oder naja, spektakulär wirken. Aber der kleine Dreizylinder soll ja auch hier lediglich für die Ökologie vorhanden sein. Und wenn wir uns das anschauen, der Erdgasantrieb sorgt dafür, mit einem 13,8 Kilo Tank kommen wir knapp 350 Kilometer aktuell weit mit einem Verbrauch von rund 4,4 Kilogramm Erdgas auf 100 Kilometer in meinem Testbetrieb. Optional könnt ihr für den Seat Arona derzeit auch nur noch ein weiteres anderes Triebwerk bekommen, den 1.0 TSI mit 115 PS, wahlweise mit 6-Gang Handschaltung oder 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe, der 1.5 TSI mit 150 PS und der 1.0 TSI mit 95 PS sind aus dem Programm geflogen, ebenso wie der 1.6 TDI derzeit. Somit ist das Motorenangebot natürlich für den Arona derzeit sehr übersichtlich, könnte sich aber beim Facelift, was Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich kommen dürfte, wieder ändern. Wir machen uns jetzt hier auf die Socken mit dem Seat Arona und dann erzähle ich euch noch ein bisschen, wie er sich jetzt auch wirklich fährt. Frisch getankt kann der Arona jetzt wieder kombiniert rund 500 Kilometer
weit gefahren mit den beiden Tanks an Bord. Und das Fahren macht hier auch wirklich Spaß mit dem Arona, denn er fährt sich unheimlich handlich, ist ein schön zu positionierendes Fahrzeug bei kurvigem Geläuf, kriegt ein gutes Feedback, hat eine schöne direkte Lenkung. Das Fahrwerk ist angenehm straff und sorgt dafür, dass er auf der Autobahn wunderbar liegt. In der Stadt ist der Komfort völlig ausreichend. Klar, Querfugen oder aber tiefliegende Kanaldeckel werden dann vielleicht ein bisschen straffer durchgereicht als vielleicht noch beim Skoda Kamiq. Dennoch fühlt man sich hier gut aufgehoben und es macht auch durchaus viel Spaß mit dem Arona so durch die Gegend zu fahren. Assistenzsysteme bietet natürlich der Seat Arona ebenfalls, hier allerdings noch eine Stufe zurückgestellt gegenüber Kamiq oder T-Cross. Das heißt also, wir haben hier noch nicht die letzten Feinschliffe in Sachen autonomes Fahren Level 2, sondern wir haben nur noch das Level 1. Das heißt, der Wagen kann nicht dem Vordermann ohne Spurlinien folgen. Aber braucht es das auch wirklich in einem Kleinwagen-SUV, einen Stauassistenten, einen Spurhalteassistenten? Ich persönlich bin der Meinung, dass es das nicht unbedingt benötigt. Aber da dürft ihr mir gerne mal euer Feedback reinschreiben. Wollt ihr auch in einem Kleinwagen wirklich das volle Assistenzpaket haben oder reichen euch die wichtigsten Möglichkeiten wie Abstandsregeltempomat oder toter Winkelassistent? Mir persönlich würden die zwei völlig ausreichen. Ja, das Seat Arona TGI ist jetzt hier am Ende angekommen im Review. Ich persönlich bin beeindruckt, wie sich der Arona doch tatsächlich seinen eigenen Charakter herausarbeitet innerhalb der Konzern-Drillinge T-Cross, Kamiq und eben dem Arona. Der Arona ist tatsächlich das kompaktere, handlichere und fahraktivere Fahrzeug von den dreien. Vom Preis her ebenfalls genau im Mittelfeld, beziehungsweise sogar der günstigste, wenn man genauer hinschaut. Der Arona, so wie er dasteht, kostet 28.950 Euro. Der Einstiegspreis liegt bei 22.770 Euro. Damit ist die Erdgasvariante übrigens 100 Euro teurer als der 115 PS TSI. Das muss jeder selber für sich herausfinden, ob er jetzt eher den wirtschaftlicheren Motor haben möchte oder eher den sportlicheren und interessanteren Antrieb, sicherlich auch vom dynamischeren Charakter, so wie der Arona ja eigentlich auch ist, würde ich fast vermuten, dass der 1.0 TSI sogar tatsächlich besser zum Arona passt. Große Frage aber auch am Ende, soll man sich einen Ibiza oder einen Arona kaufen? Tja, das ist die entscheidende Frage. Hier sind nämlich tatsächlich 2000 Euro Unterschied zu berappen für den Arona. Der Arona bietet nicht nur die etwas höhere Sitzposition, sondern auch eben den größeren Kofferraum, wo ich mich jetzt gerade hier befinde. Und aus dem Grunde heraus, weil er das praktischere Fahrzeug ist und vielleicht sogar den Seat Leon weniger vermissen lässt, würde ich jetzt einfach mal sagen, Klappe zu, Arona, du hast gewonnen, ich würde dich kaufen, aber nicht mit dem Erdgasantrieb, da mir der doch ein bisschen zu matt ist. 1.0 TSI, Handschalter oder Doppelkuppler, das dürft ihr entscheiden. Jetzt entscheidet ihr, hat euch das Video gefallen? Daumen nach oben, Daumen nach unten. Gerne den Kanal abonnieren und vor allem jetzt kommentieren, was eure Meinung zum Seat Arona ist. Und damit tschüss und Servus aus dem sonnigen Hallbergmoos, euer Ubi.